Das war sie also, die schriftliche Steuerberaterprüfung 2024. Welche Themen kamen dran? Wie lautet meine erste Einschätzung zur diesjährigen Prüfung? Machbar oder zu schwer, zu lang? All diese Fragen werden wir heute gemeinsam beantworten. Ich habe über hunderte Kundenfeedbacks, Audios und sonstige Berichte durchgearbeitet zur Prüfung und versucht dir auf Basis dessen möglichst vollumfänglich die Themen präsentieren zu können. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Ich habe selber schließlich nicht mitgeschrieben und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit den Themen der diesjährigen Prüfung. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlon Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESH Examensvorbereitung der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Das war sie also, die diesjährige Steuerberaterprüfung, zumindest schriftlich. Und dich interessiert natürlich auch brennend, welche Themen kamen denn dieses Jahr dran? Vorab schon mal die Einschätzung. Es war auf jeden Fall wieder eine knackige Prüfung, insbesondere Tag 1 und Tag 2. Was den zeitlichen Umfang anbelangt, insgesamt was die Themenauswahl anbelangt, kann ich aber schon mal verraten, dass ich sie durchaus fair fand. Also ich bin da sehr optimistisch nach den Erfahrungsberichten, dass das eine sehr gute Prüfung gewesen ist. Natürlich ist es auch immer subjektiv, welche Themen drankommen, aber da werden wir jetzt gemeinsam reinschauen und ich werde dir natürlich auch erklären, warum das gute Themen im Einzelnen sind. Legen wir los, Tag 1, klassischer Aufbau, AO, Umsatzsteuer und gleich auch die Erbschaftssteuer. 35, 35, 30, abgabenrechtlicher Teil, 35 Punkte, wie schon gesagt, 5 Sachverhalte bzw. einzelne Fragen. Da muss man natürlich sagen, mittlerweile der Trend in verschiedene Aufgabenstellungen ist deutlich angenehmer als beispielsweise die Aufgabenstellung, wie ist die Rechtslage. Das heißt, anhand der Aufgabenstellung kann man natürlich schon was ablesen, rauslesen und sich vielleicht auch gewisse Nischenthemen rauspicken, gerade wenn man AO als letztes beantwortet. Die gemischte ist zeitlich einfach richtig vollgepackt, das ist klar. Und dann kann man eben gezielt schauen, okay, was liegt mir thematisch mehr. Die Aufgabenformulierungen waren vielleicht ein bisschen unüblich, also nicht klassisch Einspruchkorrektur, auch wenn die Themen grundsätzlich zumindest der Einspruch mit dabei war. Legen wir aber mal los, es war ein Einkommensteuerbescheid 2018 und dann gab es auch zusätzlich nochmal einen Änderungsbescheid für das Jahr und eine Steuererklärung 2019. Hier mussten dann verschiedene Punkte geprüft werden, Wirksamkeit, da war ein VDN mit dabei, wo keine Begründung mit dabei war, aber du weißt ja grundsätzlich in 164, dass der VDN nicht begründet werden muss, da muss man natürlich aber trotzdem zu Stellung nehmen. Dann gab es eine Zustellung per PZU, aber nicht persönlich, sondern in den Briefkasten. Dementsprechend Frage nach der Bekanntgabe, Wirksamkeit der Bekanntgabe, damit Wirksamkeit des Bescheides und eventuell in dem Kontext natürlich dann auch noch fristentechnisch relevant, gerade wenn wir später, ich glaube die dritte Aufgabe war es, im Einspruch natürlich sind Rechtsschutzmöglichkeiten des Steuerpflichtigen. Wie ist das sozusagen hier insgesamt zu würdigen? Dann hatten wir eben den Einspruch, den wir prüfen mussten, gegen den Änderungsbescheid, das heißt da 351, Änderungsumfang, sowohl als Zulässigkeit als auch dann in der Begründetheit als Norm natürlich dann immer wieder ein Teil, wo man schauen muss bei einem Änderungsbescheid, Änderungsrahmen, was ist noch anfechtbar, teilweise, vollständig oder eventuell gar nicht dann in dem Kontext. Dann gab es eben eine Verjährungsthematik dabei noch, insbesondere auch Ablaufhemmungen, die mitzuprüfen gewesen sind und wir waren im Realsplitting, rein inhaltlich einkommensteuertechnisch und da gab es dann noch so ein bisschen Streitigkeiten um die Anlage U, die wurde dann erst später sozusagen unterschrieben und dann die Frage eben, kann der Unterhalt insoweit noch angesetzt werden. Im fünften Teil ging es dann auch um die Aussetzung der Vollziehung, ADV war mitzuprüfen, heißt, hier sehen wir durchaus Themen, die, sage ich mal, nicht exotisch gelagert sind, sicherlich AO immer anspruchsvoll, aber hier kann man auf jeden Fall Punkte holen, gerade auch bei Teilaufgaben. Und wenn man mit 10 bis 15 Punkten schon rausgeht, idealerweise aus diesem AO-Teil, finde ich, wenn die anderen beiden Themen dir allgemein liegen, ist das schon mal eine richtig stabile Grundlage. So viel zum ersten Teil der Abgabenordnung. Umsatzsteuer war auf jeden Fall knackig. Was wir schon mal festhalten können, nicht so exotisch wie in den letzten beiden Jahren, wo die Differenzbesteuerung vor 2 Jahren und im letzten Jahr die land- und forstwirtschaftliche Durchschnittssatzbesteuerung drankam. Aber hier sehen wir grob die Sachverhaltsstruktur. Die hat es natürlich auch in sich, das muss man fairerweise schon sagen. Wir hatten hier die Unternehmereigenschaft zu prüfen für 6 Unternehmer oder potenzielle Unternehmer, MPST, also Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Und dann hatten wir die OAG als
Obergesellschaft und die GmbH als Untergesellschaft. Und dann wurde eben hier erstmal geprüft. Da waren natürlich verschiedene Sachverhaltselemente mit dabei. Die Mutter hatte, glaube ich, ein Grundstück, was sie vermietet hat. Der Sohn wurde später Geschäftsführer. Da war die Frage Gewinn vorab, Sonderentgelt bei der anderen Geschäftsführerin. Und das musste alles gewürdigt werden von der Frage eben, haben wir überhaupt Unternehmer? Und dann die spannendste Frage sicherlich, die Frage nach der Organschaft zwischen diesen beiden Gesellschaften. Also war die OAG sozusagen die Organträgerin, die GmbH die Organgesellschaft. Sobald oder soweit dann der Sohn im Laufe des Jahres, 1.4. müsste es gewesen sein, dann die Unternehmer, die Geschäftsführereigenschaft sozusagen übernommen hat, die Position, war damit auch die organisatorische Eingliederung vorhanden, sodass dann, soweit ich den Sachverhalt schon einschätzen kann, da auch eine Organschaft vorlag. Da waren natürlich verschiedene Sachverhaltselemente hier mit zu würdigen. Wenn wir dann weiter durchgehen, wie eben schon gesagt, Vermietung, Gebäude von der Mutter an die Gesellschaft, Sondervergütung, Gewinn vorab. Dann wurde ein Gebäude renoviert, 15a-Thematik mit dabei. Also die ganzen Klassiker, die nicht einfach sind, aber wo man entsprechend zu Stellung nehmen muss in so einer Klausur. Eine Wohnung wurde dann auch unentgeltlich überlassen für den Geschäftsführer. 13b-Thematiken, 14c war mit dabei. Prüfung, haben wir ein Reihengeschäft und eine unselbstständige Betriebsstätte, im Übrigen Gemeinschaftsgebiet, auch in dem Kontext. Also viel Ausland, viel diese klassischen Umsätze, die sind nicht leicht, aber wenn du da im Kern gut vorbereitet bist, gerade auch das Organschaftsthema auf dem Zettel hattest, dann hast du hier echt die Möglichkeit gehabt zu punkten. Natürlich unter den Voraussetzungen, dass das Wissen für diese großen, schwierigen Themen natürlich da war. Weiter geht's mit Teil 3, Erbschaftssteuer. Der war zeitlich knackig, kann man schon mal verraten. Großer Bewertungsteil und dann sozusagen, ich glaube, 16 Punkte und 14 für die Erbschaftssteuer. Dann, wir hatten eine Bewertung von einem 30-prozentigen OAG-Anteil, der im vereinfachten Ertragshilfeverfahren zu bewerten war. Und der Substanzwert musste auch noch ausgerechnet werden. Heißt hier, zeitlich gesehen, ne, wenn wir die beiden Punkte betrachten, richtig anspruchsvoll, viel zu erledigen. Die Besonderheiten bei so einem OAG-Anteil, weder Kapitalgesellschaften noch Einzelunternehmer, die ein bisschen leichter sind, heißt, wir hatten hier Sonderthemen bei den Kapitalkonten mit dabei. Wir hatten Sonderthemen eben mit Sonderbetriebsvermögen noch dabei. Dann ging es eben weiter mit der Steuerbefreiung für das Betriebsvermögen, 13a, 13b, ein vermietetes Grundstück, wo der Wert schon feststand, 13d Steuerbefreiung, ein unverzinsliches Darlehen, eine lebenslange Rente, die noch mit zu bewerten war, ein bisschen Bargeld oder Bankguthaben. Also du merkst richtig, was zu tun. Und das war Tag 1 in Summe, also wirklich zeitlich anspruchsvoll, inhaltlich, denke ich, machbar. Es ist schwer, aber natürlich sind das keine Exotenthemen, wo man sagt, da konnte ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereiten. Also insgesamt Tag 1 knackig, aber thematisch, wenn du mich fragst, auf jeden Fall gut. Weiter geht's mit Tag Nummer 2, Ertragssteuer. Wie war das aufgebaut? Die Serie des internationalen Steuerrechts aus den letzten Jahren ist nicht gerissen, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Zwei Aspekte auch dazu wieder. Erster Teil sehr, sehr umfangreich mit 45 Punkten, Aufgabenstellung, Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte für die Ehegatten, die verschiedene Einkünfte hatten. Da war bis auf Land- und Forstwirtschaft fast alles mit dabei. Die Frau hatte zwei Renten, einmal eine gesetzliche, einmal eine BU-Rente, die damit sozusagen zu beurteilen war, Einkünfte zu ermitteln. War der Ehemann, Angestellter, Geschäftsführer, Elektro-Pkw, eine Tantieme bekommen, dann Gewinnausschüttung. Hauptthema war dann die Betriebsaufspaltung, die wir hier würdigen mussten mit anschließender Betriebsverpachtung und dann sogar noch Aufgabe in dem entsprechenden Veranlagungszeitraum, also wirklich alle Einkünfte durch. Dann gab es noch 21er anschließend nach der Aufgabe und eine vorweggenommene Erbfolge von GmbH-Anteilen, teilentgeltlich wegen einer Ausgleichszahlung an das Geschwisterkind war auch mit dabei. Und das ist sicherlich der anspruchsvollste Punkt dann für die meisten gewesen, hier zu erkennen, dass durch die Schenkung an den Sohn oder die für den unentgeltlichen Teil aus der vorweggenommenen Erbfolge hier dann eben die Wegzugssteuer ausgelöst worden ist, weil der Sohn, ich glaube Brasilien war es, eben nicht unbeschränkt steuerpflichtig war und dann eben der Ersatztatbestand aus 6 entsprechend dort gegriffen hat. So viel zum ersten Sachverhalt. Du merkst 45 Punkte, da waren die meisten sicherlich schon über 3 Stunden mit beschäftigt.
der war wirklich knackig, wenn du alle Einkünfte erkannt hast und ermittelt hast. Also hier war wirklich einiges zu tun, das können wir schon mal festhalten. Dann ist das internationale Steuerrecht nach 6a StGB direkt weiter angeknüpft. Der zweite Einkommensteuerteil, in dem Fall 15 Punkte, ein bisschen überschaubarer, aber dafür durchaus knackig. Wir hatten einen Inbound-Fall mit jemandem oder einer natürlichen Person, Wohnsitz in Chile, kein DBA-Staat. Beschränkte Steuerpflicht, diverse verschiedene Einkunftstatbestände, 49 ESTG, die dann ermittelt oder beurteilt werden mussten mit isolierender Betrachtungsweise zum Teil. Und dann natürlich Verfahren, Steuerabzug 50-50a. Oben bei der Dividende nochmal vielleicht spannend war im Klausursachverhalt ein Fehler drin. Das ist natürlich schade. Nach dem letzten Jahr, wo in der O, sage ich mal, so ein inhaltlicher Fehler mit dabei war, dass jetzt die Kapitalertragssteuer zumindest betragsmäßig falsch angegeben worden ist im Sachverhalt, das verunsichert einfach die Prüflinge natürlich. Ne? Wenn man jetzt logisch draufschaut, sagt man, ja, einfach weitermachen ist nicht so schlimm, aber wenn du nachrechnest, wenn du fragst, wie kommt das zustande, habe ich irgendwas übersehen, dann kostet das Zeit, Nerven und das tut den Prüfling natürlich einfach nicht gut, muss man einfach so sagen. Sehr ärgerlich, dass das wieder vorgekommen ist, auch am dritten Tag, es war nur einen noch geringeren Fehler, aber dazu gleich mehr. Das war die Einkommensteuer. Weiter geht es mit dem zweiten Spektrum der Gewerbesteuer. Wie ich finde, ein schöner Fall. Erst haben wir eine Vermögensverwaltende, ich glaube OAG war es auch an der Stelle, die eben originär vermögensverwaltend tätig war, keine gewerblichen Einkünfte und dann eine PV-Anlage in den Betrieb genommen hat, die sozusagen dann auch über den entsprechenden Grenzen von der Leistung her sozusagen in Betrieb genommen worden ist, wodurch dann eine gewerbliche Infektion 15.3 entstanden ist. Da muss man sagen, ja, PV-Betrieb ist natürlich etwas, sagen wir mal, schon Spezielles, auch wenn das in den letzten Jahren viel diskutiert worden ist, von der Aufgabenstellung. Ne? Wir wollen Gewerbesteuer, ich glaube, Messbetrag ermitteln. Da musst du natürlich klausurtaktisch auch zu dem Ergebnis kommen, dass wir hier eine Gewerblichkeit haben. Alle Einkünfte infiziert, also Ermittlung, Gewerbesteuer, Messbetrag, diverse Hinzurechnungen und Kürzungen, die zu prüfen waren. Die erweiterte Kürzung auch zu prüfen durch die PV-Anlage, auch mit der Prüfung, ob dann eventuell das Ganze unter die neue Grenze durch das Wachstumschancengesetz dort runterfällt in neuen Nummer 1 Gewerbesteuergesetz, Satz 3 von folgende sind es, glaube ich, wo es dann zum Tragen kommt. Das war auf jeden Fall abzuprüfen. Das Ergebnis mangels Zahlen kann ich dir natürlich nicht verraten. Und genau, dann haben wir hier den dritten und letzten Teil dann sozusagen, die Körperschaftsteuer, auch knackig, 22 Punkte. Körperschaftsteuerliche Organschaft ist für viele sehr, sehr anspruchsvoll. Aber es ist eines der großen Themen, wenn es kommt, was du vorbereitet haben musst. Und dementsprechend kannst du nicht, genauso wie im Umwandlungssteuerrecht bei vorweggenommener Erbfolge, grundlegend hier, wenn du es planen kannst, auf Lücke lernen. Und deswegen 22 Punkte, anspruchsvoll auch von den Einzelsachverhalten, muss man dazu sagen. Körperschaftsteuerliche Organschaft, Ermittlungen, Einkommen, OT und also Organträgerin und Organgesellschaft, verschiedene VGA und VE-Sachverhalte, Dreieckskonstellationen, die da mit zu würdigen gewesen sind, Mehr- und Minderabführung, teilweise sogar in vororganschaftlicher Zeit, steuerliches Einlagekonto und Ausgleichszahlung an den sonstigen Gesellschafter der OG. Also hier wirklich knackig, aber wenn man da vorbereitet ist, dann kann man hier natürlich das Bestehen schon fast absichern, wenn du hier ordentlich punkten konntest, wenn es zeitlich für dich natürlich machbar war. Das war hier an Tag 2 definitiv eines der anspruchsvollsten Topics, das es zu lösen galt. Also hier Körperschaftsteuerabschluss Tag 2. Tag 3, das muss man sagen, die letzten Jahre aus meiner Sicht heraus deutlich dankbarer von der Entwicklung her, wo man sagen muss, die Aufgaben, hier kann man punkten. Wenn man den ersten Teil schon wieder sieht, nicht ganz so viel wie im letzten Jahr, wo es glaube ich 49 Punkte waren, haben wir hier beim Einzelunternehmer 41 Punkte und wirklich auch wieder schöne Sachverhalte, wo man entsprechend Basisbilanz, steuerrechtliches Wissen, Bilanzierung dem Grunde der Höhe nach, die Schemen anwenden konnte, Elektro-Pkw im Betriebsvermögen mit Privatentnahmen, Berechnung. Dann hatten wir einen Blitz, der die Maschine unbrauchbar gemacht hat, also Rücklage für Ersatzbeschaffung. Es war eine Mehrentschädigung dabei, es wurden noch weitere Kosten mit entschädigt. Dann hatten wir eine Fremdwährungsverbindlichkeit, auch absoluter Klausurenklassiker in dem Bereich. Ne? Ein unverzinsliches Darlehen und die Bewertung von Rohöls und Betriebsstoffen. Also alles dabei sozusagen in der Breite, wo man eben auch, selbst wenn man mal einzelne Teile nicht konnte, sicherlich überall noch Teilpunkte mitnehmen konnte oder zumindest das auf viele Sachverhalte aufgeteilt war, was natürlich
im Kontext des Bestehens immer besonders dankenswert ist, wenn du nicht halt ein Thema nicht kannst und dann die ganze Klausur in den Sand setzt. Sachverhalt 2, Kapitalgesellschaft, auch eher in dem Spektrum zu versehen, also nicht wie letztes Jahr, wo zwei richtige Brocken im Teil 2 und 3 drankamen. Das wurde sich für Sachverhalt 3, da kommen wir gleich zu, aufgehoben. Sachverhalt 2, 27 Punkte, verbilligte Verkäufe von der Küche und oder Erwerb in dem Fall vom Grundstück, also VGA und VE-Thematiken, die mit dabei waren. Kauf von einem GmbH-Anteil, eine Darlehensforderung mit Besserungsschein und zwei Aufgaben zu Pensionsrückstellungen bzw. Zusagen. Das sind sicherlich die letzten Themen, eher so ein bisschen exotische Teilthemen. Aber da muss man sagen, dass man hier natürlich mit gut aufbereiteten Büchern auf jeden Fall gut noch Punkte mitnehmen konnte, wenn man die Fundstellen hatte und hier natürlich auch die Hinweisfundstellen im ESTH. Also hier auch viele Einzelsachverhalte, 27 und dann der sicherlich schwerste Sachverhalt, der OHG, 32 Punkte. Wie sah das Ganze aus? Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Grob, wir hatten eine OHG A mit 40%, B mit 60%. Der B hatte noch ein, oder die, hatte ein Grundstück. Und wie sieht es dann anschließend aus? Die OHG wird aufgelöst, umgangssprachlich formuliert. Bedeutet, wir haben aus der OHG eine GmbH-Struktur gemacht, in dem die Mitunternehmeranteile eingebracht worden sind und dann sozusagen alle Anteile vereint worden sind, wodurch dann die GmbH letztendlich ja, das Betriebsvermögen der OHG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten im Gründungsprozess erworben hat. Was ist hier steuerlich zu beachten? Der A war, sage ich mal, relativ simpel in Anführungszeichen noch. Ist ein Fall von § 20 Umwandlungssteuergesetz gewesen. Simpel in Anführungszeichen. 20 ist natürlich kein einfaches Thema, aber hoffe natürlich, dass auch du das adäquat und gut vorbereitet hast. Kein Special 20er. Der Fall von B, der ist, sage ich mal, da schon ein bisschen knackiger gewesen. Hier ist eben das, was ich so häufig in meinen Videos sage, genau der Fall gewesen. Hier entscheidet sich vieles vom Examen, nämlich die Abzweigung, was wird eingebracht. Der B oder die behält dieses Sonderbetriebsvermögen zurück. Das war ein Grundstück, eine wesentliche Betriebsgrundlage. Heißt, Mitunternehmeranteil wird eingebracht, ja, aber eine wesentliche Grundlage, das SBV ist auch Teil vom Mitunternehmeranteil. Also müssen wir auch hier entsprechend beachten, dass nicht der gesamte funktionale Mitunternehmeranteil eingebracht worden ist, also nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen, mit dem Ergebnis, Tatbestand § 20 Umwandlungssteuergesetz ist nicht erfüllt. Betrieb, Teilbetrieb, Mitunternehmeranteil, keine steuerfunktionale Einheit, die eingebracht worden ist, durch das Zurückbehalten und anschließende Vermieten, ist daraus natürlich dann aber eine Betriebsausspaltung entstanden aufgrund der 60% hier auch bei der GmbH und dementsprechend hier 20, 16 und Betriebsausspaltung, Ermittlung der Einkünfte, sowohl in Teil 2 als auch Teil 3 wieder sehr einkommensteuerlastig von den Aufgabenstellungen her. Ist zwar ungewohnt für viele, wenn man sich nicht darauf einstellt, aber für die Punkte eigentlich dankbar, weil auch im zweiten Teil ergänzen vielleicht nochmal viele außerbilanzielle Korrekturen. Ich glaube sogar Gewerbesteuer und auch 8b-Thematik mussten da mit berücksichtigt werden. Also ja durchaus auch Sachen, wo man Punkte holen kann, was natürlich immer im Interesse des jeweiligen Prüflings ist. Dann natürlich die Frage hier aus dem SBV, geht das Grundstück dann in das Einzelunternehmen durch die Betriebsaufspaltung rein? Das ist noch etwas, was dann sicherlich nicht alle gesehen haben. Wenn du zumindest das erkannt hast, super. Dann wird das Ganze natürlich noch überführt nach 6 Absatz 5 eben vom SBV ins BV des B in meinem Beispiel. Die hieß sicherlich anders. Handelsrechtlich und steuerrechtliche Beurteilung war vorzunehmen. Aufstellung der Eröffnungsbilanzen, AFA, also Folge. Ermittlung der sozusagen eingebrachten Wirtschaftsgüter, also richtig was zu tun für 32 Punkte. Das war auf jeden Fall richtig anspruchsvoll, Teil 3, aber das sind wirklich die großen Themen. Das ist sicherlich auch ein Sachverhalt, der häufiger mal in Probeklausuren drankommt oder drankommen sollte im Idealfall. Und ansonsten kann man sagen, in Summe durch Teil 1, durch Teil 2, aber auch wieder eine Klausur zum Bestehen. Das ist sehr anspruchsvoll. Hier aber auch Teilpunkte zu holen ist gut und wichtig, aber durch 1 und 2 hast du im Idealfall ausreichend Punkte geholt, auch an Tag 3. Die war zeitlich sicherlich besser machbar als Tag 1 und 2, meine Einschätzung, und insgesamt damit ein Examen,
wo ich sehr optimistisch drauf schaue. Ich freue mich dann, wenn irgendwann die Ergebnisse kommen, respektive irgendwann die offiziellen Statistiken dann natürlich, ob meine Einschätzung da richtig ist. Bin da, wie gesagt, optimistisch und drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, wenn du selber mitgeschrieben hast, jetzt auf die Ergebnisse wartest und einfach happy sein kannst, dass du es erstmal hinter dich gebracht hast. Und ja, wenn du als Prüfling noch auf der Suche bist nach dem für dich richtigen Anbieter für die Steuerberater-Examensvorbereitung, dann melde dich gerne mal bei uns bei der ESH-Examensvorbereitung. Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten heraus, wie es auch dir gelingt, in der Vorbereitung diese großen Themen, auf die es hier ankommt, im Steuerberaterexamen vernünftig vorzubereiten und dich insgesamt auch erfolgreich auf das Steuerberaterexamen auf Basis deiner persönlichen Situation vorbereiten zu können. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Video. Dein Marlo.